Herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank 2. Ja, hier haben wir, wie immer, sah ich das ja das letzte Mal aufgehört. Ne? Ich glaube, wir müssen hier runter. Oh nein. Ach, das Ding fährt doch runter. Okay. Ja, hier, wo der Strom war, hatte ich auch nochmal ein paar Granaten runtergehauen. Uiuiui. Was ist denn das? Was ist denn das? Obwohl, da könnten wir eigentlich die nehmen. Macht sich ganz gut dafür. Aha. Hey. Na, den machen wir jetzt mal. Habe ich denn noch? Jawohl. So. Das waren mal die Granaten. Ja, irgendwie habe ich eine Erinnerung, dass man hier irgendwie mit einem... Das war nicht einfach. Ja, ich weiß, ich habe das bei den anderen auch gesagt. Aber hier war es, glaube ich, wirklich nicht einfach. So. Okay. Oh, 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 oh. Und wir haben ein weiteres Lebensupdate bekommen. Wunderbar. Ja, der Haken. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier unten da was war. Auf jeden Fall ist da ein Fahrstuhl. Falls man mal reinfällt. Das? Wieso sind so viele Dinger hier? Ach, ich verstehe. Das ist dieses andere Ding, ja. Das ist ja wieder dieses hier. Ah ja, ich verstehe. Man muss sich sehr schnell beeilen. Das Ding geht ziemlich langsam runter. Na gut. Und es hat nicht gereicht. Verdammt! Die gehen ziemlich schnell weg, die Dinger. Mist! Wie soll ich das dann schaffen? Gleichzeitig springen und immer wieder den Knopf drücken. Wird nicht leicht. Nein! Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Aber ich war fast drüben. Mann. Und dann ist man endlich drüben und dann, ja. So. Muss ja irgendwann mal klappen. Ach ja, ich ahne Schlimmes, ich ahne Schlimmes. Okay, das ist wohl das Hauptterminal. Mal sehen, was es uns verrät. Dieser ganze Abschnitt ist anscheinend ohne Energie. Stimmt, ich rufe einen Reparaturroboter. Folgen wir ihm und reparieren es selbst. Folgen? Zurück zum Start. Ja, jetzt kommt das nämlich. Ich muss hier ein
da drüben sehen wir schon wieder, aber wir können es ja auch etliche Male wiederholen. So. Ich versuche erstmal. Ja. Man darf natürlich nirgendwo ankommen und ich frage mich, wie ich das da oben kriegen soll. Indem ich zurückfliege wahrscheinlich. Ja, da war es das schon wieder. Nicht leicht, muss ich schon sagen. Habe ich ja gesagt. Man kann übrigens auch hier einen Sturzflug schon vorher runter machen. Oi. Allerdings nicht so. Ach komm schon. Ganz in Ruhe. Ja, man kann hier schon runter. Ich glaube, damals habe ich hier immer gefehlt. Bei den Stangen. Ja, und hier ist das Problem dann, dass es dann abwärts geht. Yay! Und wieder hoch. Und gleich haben wir es geschafft, oder? Ah, wir haben es geschafft. Und ich fasse es nicht, wir müssen hier was hacken. Das war ja schon lange nicht mehr. Ach nee, das ging ja automatisch, stimmt. Ist bestimmt sau schwer. Ah, da war's. Man hat nämlich nicht überall die Augen. Ah, wieder der. So. So. Na, jetzt der. Ein Stückchen warten. Okay, so. So. So, so. Wieder der. Den hatten wir ja schon mal. Jetzt konzentriere dich doch mal ein bisschen. Oh, warten. Jetzt umschalten, umschalten. Ah, ich hatte eigentlich schon gedrückt. Umschalten, umschalten, warten. Umschalten, umschalten, umschalten. Da muss man so schnell. Zum Anfang so langsam. Und dann so schnell. So, das sind zwei. Zwei, drei. Ah, jetzt der da unten. Ich habe auf den in der Mitte geguckt. Aber Übung macht den Meister. Sag ich mal. Irgendwann klappt's. Zack, zack. Zack, 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 zack. Ja, wir haben's und ich hatte gerade wieder ein Schwarzbild. Also manchmal kommt das, out of reach heißt das. Ist zwar selten, aber hin und wieder passiert das. Weiß auch nicht warum. So, und was habe ich jetzt hier gemacht? Ach, ich habe jetzt das Ding repariert, okay. Entschuldigung. Muss jetzt quasi... Also, finden wir raus, was mit dem Experiment los ist. Was zum... 10.000? Da liegt, glaube ich, das Problem. Was? Jetzt wollen selbst die Computer Geld von uns? Diese Galaxie ist echt das Letzte. Ja, müssen wir wohl bezahlen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Megacorp-Experiment Nummer 13. Diese Information ist vertraulich. Wenn Sie das sehen, sind Sie gefeuert. Zunächst hielten wir das Exemplar für völlig friedlich. Es ließ sich durch nichts provozieren. Doch der verstorbene Dr. Putridson stellte fest, dass ein natürlicher Monsterpropanase-Spiegel im Blut des Experiments außergewöhnliche Veränderungen hervorrief.
Versuche, die Aggression des Exemplars zu zügeln, waren nur mäßig erfolgreich. Die Überlebenden empfahlen die umgehende Zerstörung des Experiments in der entlegenen Mülldeponie der Megacore. Oh je, die Biester sind also aggressiv. Wissen, die Aufzeichnung sehen. Also weiß Fizzwidget noch nichts davon. Wir müssen ihn warnen. Hallo. Mr. Fizzwidget, Sie sind okay. Sir, halten Sie sich fest. Wir haben ein Video gesehen, in dem Ihr Experiment seine Wärter frisst. Verstehen Sie? Es frisst seine Wärter. Ach ja, fettarm, extra Schaum, ohne Schoko. Mr. Fizzwidget, verstehen Sie? Jeder, der sich dem Experiment nähert, muss äußerste Vorsicht walten lassen. Nein, ein Kupfer. Was? Oh, ja, genau. Mit äußerster Chlorschicht zu behandeln. Ach. Sir, Ihre Experten empfehlen die Zerstörung des Experiments. Wie erwarten Sie dann bei Ihrer Deep Space Mülldeponie? Ja, mein Faxgerät für billige Annäherungsversuche. Es ist gut gesichert, also nicht das Passwort vergessen. Das da wäre... Quarktastisch. Bis dann. Mülldeponie. Was mich jetzt allerdings... Ich würde gerne mal wissen, wie ich das da kriege. Moment mal. Kann ich denn hier irgendwie drehen? Oh. Aber es sah schon mal gut aus. Ich muss doch hier einfach nur eine Stelle finden, wo ich abschmieren kann. Also eine Stelle finden, wo ich das, den Lenkdrachen, So, Moment. Ah ja, ich darf da nicht gegenkommen, alles klar. Ich probiere es jetzt noch genau ein paar Mal. Ja. Na, dann lassen wir das eben. Ich hätte es gern gehabt. Einmal noch. Ich kann nämlich hier nicht gleich. Ich müsste. Wo kann ich den denn? Hier vielleicht? Nee, hier schmiert er auch ab. Ich müsste den noch irgendwie umdrehen können. So, hier. Ah, Mist, hätte ja fast geklappt. Wie soll man denn sonst das Ding kriegen hier? Man muss das so umdrehen. Hier so rein. Und jetzt so. Kamera. Schnell. Nein. Mist. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Um das Ding da zu bekommen. Oder Moment mal, vielleicht kann ich ja auch... Vielleicht geht's ja, wenn ich gleich nach oben. Nee, das ist... Das macht er einfach nicht, weil der zu lange braucht, um... Oh, fast! Ich glaube, ich hab's. Moment. Was jetzt? Nein! Ach. Ja, ist jetzt blöd, dass auf R3 fast. Sorry, dass ich das jetzt hier tausendmal probiere. Aber ich glaube, man kann das. Doch, man kann das schaffen. Jetzt geht es gar nicht mehr. Mist, ich wollte eigentlich einfach nur hoch. Der Platz reicht gar nicht aus. Na, ist egal. Ist egal. So. Wir müssen hier weg.
haben jetzt soweit alles erledigt, bis auf die Platinbulls. Also ich möchte sagen, auf dem Planeten, wo man mit dem Roboter kämpft, gibt's einen, aber das können wir uns ja später nochmal. Weil ich bin immer noch der Meinung, dass wir so ein Ding finden, wo uns dann auf der Karte angezeigt wird, wo noch welche sind. Zwei Planeten gleich. Wir sollen aber erstmal zum Mülldeponie. Ja, ist auch der nächste. Ne, wir waren jetzt hier, ne? Ja. Na, dann gehen wir auch erstmal zum Mülldeponie, würde ich sagen. Mega-Korb-Spiele. Ach, das ist der. Ja, komm. Wir gehen erstmal zum Mülldeponie. Schneider, bei 6 Schlägen gibt's einen gratis. Wir sollen was? Halt, 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 immer langsam. Es führt direkt in einen moralischen Interessenkonflikt. Wir sind doch schließlich kein Abschaum, oder? Das sind allerdings eine Menge Boots. Ja, wenn man es so sieht, können wir unsere bisherige Verpflichtung durchaus aufgeben. Vielen Dank, Sir. Die Halsabschneider stehen bereit. An alle Halsabschneider. Wir haben einen neuen Auftraggeber. Das ist ja interessant. Ich möchte mal wissen, wer das ist. Okay. Wenn ich so direkt drüber nachdenke, kann ich es mir, glaube ich, denken. Aber ich werde jetzt nicht spoilern. Mal sehen. Oh je. Überprüfe es besser nochmal. Es war richtig, ganz bestimmt. Die Abwehrsysteme greifen uns an. Haben wir jetzt wieder einen Luftkampf? Bis Wizwidget kommt. Ja, schalte Verteidigung, Sinfonie aus. Ach so, die Dinger hier. Okay. Machen wir nochmal. Ich musste bloß kurz überlegen. Ich kann nämlich auch Raketen dahin schießen. Okay. Okay, geht das jetzt auf Zeit? Oh, hier kriegen wir wieder dieses Platinium. Schießen die Dinger auch noch auf uns? Wir haben keine Raketen mehr. Aber vielleicht können wir die Heilroboter da mal kaputt machen. Oh Gott. Vielleicht hätte ich doch schon andere Munition nehmen sollen. Dann machen wir mal das zweite erst. Wichtig ist da die Drohnen immer. Zu machen, die das heil machen wollen wieder. Eine wäre weg. Bitte melden, könnt ihr mich hören? Sir, Sie haben uns ein falsches Passwort gegeben. Unmöglich. Außer, ist heute Dienstag oder Mittwoch? Egal, leider habe ich unser Treffen verpasst, aber ich musste einen Werbespot für unsere Waffenfabrik drehen. Aber, Sir,
Was ist mit dem... Werbespot? Ich war super. Schaut ihn euch an. Megacorp sorgt für Wärme, Gesundheit und jetzt auch für Sicherheit. Hallo, ich bin Abercrombie Fitzwidget und ich begrüße Sie in der neuen Megacorp Waffenfabrik. Machen Sie doch einen Rundgang, um zu sehen, wie wir Waffen herstellen. Unsere Experten setzen alles daran, schwere Hightech-Waffensysteme zum Schutz ihrer ganzen Familie zu entwickeln. Also kommen Sie vorbei mit der ganzen Familie. Unsere Führungen sind informativ und unterhaltsam. Wer weiß, vielleicht lernen Sie etwas dabei. Das war ein schicker Kerl, was, Jungs? Fizzwidget Ende. Sir, halt! Mr. Fizzwidget, bitte melden! Vielleicht ist er ja noch in der Waffenfabrik. So, Glückwunsch. Ich hab das jetzt... ja, da die Zeit vorbei ist, du kannst dir eine neue Herausforderung aussuchen, in der du weitere Bulls zu dienen... Oder die Galaxiekarte. Achso, ich sollte hier gar nichts. Was haben wir denn hier noch an? Sabotiere. Sabotiere haben die Deponie angegriffen und zerstören jetzt ihre Generatoren. Halte sie auf, bevor sie alle zerstört. Okay, die ist noch gesperrt. Ja, die machen wir aber im nächsten Part. Dann sage ich mal an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ratchet und Clank. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.